Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Replay einer Prinz Eitel Friedrich. Einem Schiff, das man, ja, sind wir ehrlich, nicht allzu häufig sieht. Ob das seine guten Gründe hat, das sei einmal dahingestellt. 4x2, 350 mm auf Stufe 6. Bei 28 Sekunden und einem AP-Alpha von 10.500, das könnte tatsächlich ein Grund sein, das Sigma von 2.0 bei einer maximalen Streuung von 239 Meter sollte eigentlich hinkommen. Was ich mich noch erinnere, war dieses Schiff ehemals viel, viel besser. Mit viel, viel besser und ehemals meine ich natürlich im Test, als ich es gefahren bin, und mit viel, viel besser meine ich, es hat weitaus weniger Reload gehabt. 26 Sekunden standen mal im Raum als Möglichkeit und ich glaube auch 25 waren mal drin oder fast sogar 24, weil nur 350 mm, wobei ob 350 oder 356 mm, ne, ist dann am Ende wahrscheinlich halb so wild. Das Schiff hat aber nicht nur einen längeren Reload, das Schiff ist auch relativ groß. Es sieht nicht nur so aus, es ist auch groß. Bedeutet, es ist einfacher zu treffen. 28 Knoten immerhin ist es schnell, aber aufgrund seiner Größe 800 Meter Wendekreisradius. Das können manch andere Schiffe besser. Die Panzerung ist durchaus okay und bevor ich hier ein Review von diesem Schiff mache, eingesendet wurde es von Captain Baloo. Wir sehen hier ein Stufe 7er Matchmaking mit Stufe 5er. Das bedeutet, gut auf Kreuzer zu schießen, aber andere Schiffe wie die King George, die Fackeln nicht lang, die Colorado mit 4 und 6, die overmatched wahrscheinlich unsere Prinz Eisel, Eisel Friedrich. Und die Gneisenau auf Stufe 7, naja, die hat 380er. Da wird das Kaliber weniger ein Problem sein als die gegnerische Panzerung und die Torpedos. Die New Mexico, die hat ein, zwei Rohre mehr, 33% mehr Granaten in der Luft pro Salve. Aber bis die da ist, das dauert natürlich seine Zeit. So. Was schreiben die da alles? Krikan, poi poi, keine Ahnung, was das für, keine Ahnung. Keine Ahnung, ist auch nicht wichtig. Konzentrieren wir uns auf das Spiel. Captain Baloo hier mit dem vermeintlich schnellsten Schiff trifft es nicht im Stufe 7, aber als Stufe 6 ist er doch relativ zügig unterwegs, kann auch einmal die weitere Linie nehmen, hier die Umfahrung, weil mit 28 Knoten ist das möglich, ohne zu stark ins Hintertreffen zu kommen. Natürlich eine New Orleans, die hier rein rutscht mit der Shirazuyu, da. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Wird gesmoked, ja, aber rein ist gut. Aber wie kommt sie wieder raus? Solange die Egle nicht weg ist und eine Graf Spee Yolo-Tier, ich hoffe nicht durch die Mitte, wenn sie es versucht, wird sie sicher bestraft werden von der Kongo, von der AFK Emile Bertin, die gerade jetzt losfährt. 3 Minuten später, vielleicht auch ein Disconnect, wird sie ganz sicher nicht bestraft. Oder rutscht sie nur strömungsbedingt hier von I4 nach H4? Könnte auch sein. Ich habe mir eingebildet, die hat sich gerade bewegt. So. Ja, die Graf Spee hat abgedreht. Hier hinten haben wir eine König, die im Smoke schießend aufgeht, weil sie wahrscheinlich hinter einer Insel auch noch gerade ist, die zusätzlich gesmoked ist. Ja, das ist der Trick. Das ist der Trick. Also, der Smoke ist vor der Insel. Die Insel ist zwischen Smoke und König. Und da lugert die Hawkins um die Ecke. Lugert, luscht. Das soll ihr... Lacht ein bisschen hoch, aber wer weiß, was die Streuung macht, letztes Mal gewesen sein? Ah! Wäre es nicht Giulio Cesare gewesen, die geschossen hat, da wäre es wahrscheinlich das letzte Mal gewesen. Da hätte sie alles getroffen. Ist ganz nett, 15.000. Und jetzt muss die Panzerung zeigen, was sie kann. Die Surrey, das Luder auf Stufe 7, das kann nicht viel, aber wenn es was kann, dann ist es brennen oder im Nahkampf mit der AP guten Schaden machen. Auf diese Reichweite natürlich. 1A mit HE, Feuer, Feuer, Feuer. Die Königin der Breitseite jetzt von Captain Baloo. Da kommen die Salben an. 5000, 5000 oder 5000, 4000. Und da die Overpenetrations auf. Die Eagle beenden dieses Elend. Torpedos können natürlich immer noch unterwegs sein. Wir verziehen uns jetzt, nebst dieser malerischen Stadt mit der dezenten Abendbeleuchtung, hinter die Insel, um nicht mehr von der König beschossen zu werden. Und sollten meiner Meinung nach jetzt definitiv die Surrey erledigen. Das könnte sich um, naja, zwei Salmen oder so handeln, während wir rückzugsartig hochheilend die Hawkins dann finishen, die wieder
hinter die Insel gefahren ist, aber die wird auch wieder nach vorne kommen. Ansonsten können wir gepflegt, okay, wenn wir auch nichts treffen, dann dauert es noch ein bisschen länger, den Rückzug antreten, denn das A-Cap ist geholt. Die König möchte nicht nach vorne kommen, sie zu holen, das ist vergebene Liebesmüh. Die ist gut gepanzert, versteckt sich, geht auf und zu, lässt spotten, dementsprechend ab die Post. Ich hoffe, die New Orleans, die schafft es noch, wie schon erwähnt. Das Rein ist nicht immer das Problem, das Raus, das kann es dann werden. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Na, Hawkins probiert es noch einmal. Natürlich, das machen sie immer. Die wollen sich den Schaden ja nicht entgehen lassen, wenn sie einmal dran geleckt haben. Also gesehen haben, dass sie ein bisschen Schaden machen können. Hintere Insel ein bisschen zu nah rangefahren, deswegen kann sie nicht drüber schießen. Wir haben in 10 Sekunden wieder einen Heal und sind auf der sicheren Seite, die Türme drehen. Eigentlich, ja, sehr, sehr langsam. Die zweite Zitadelle auf die Hawkins. Spektrum wird sich jetzt denken, diese Mist Prinz Eitel Friedrich, die hat heute den Zitadellentag bei mir. Und tatsächlich, das denke ich mir auch hin und wieder, wenn eine New Orleans aus 16 Kilometern eine Zitadelle schießt, nächstes Halbe noch eine Zitadelle in meinen Nürnberg, und ich mich nur frage, what the fuck is going on, das darf ja nicht wahr sein. Und? Ja, schade, das ist ja noch nicht die volle Salve. Na, was ich vorher noch sagen wollte, ist, die Türme drehen sehr, sehr langsam bei der Prinz Eitel Friedrich. Normalerweise bei den Deutschen, spätestens dann auf Stufe 7 bei der Gneisenau, hat man sehr, sehr schnell drehende Türme. Ich glaube 36 Sekunden für 180 Grad, das müsste es eigentlich sein. Nur die Russen drehen schneller, wenn es mich nicht täuscht. Also komplett ohne Skillung. Hier haben wir noch 45 Sekunden pro 180 Grad. Ich glaube, ihr glaubt aber nicht, aber diese 9 Sekunden, die sind eine kleine Ewigkeit. So. A und C gehört uns, die Gneisenau wollte, wurde aber vertrieben. Emil Berton, nein, strömungsbedingt, immer noch auf der Kante. Sieht so aus, als würde sie sich leicht bewegen, aber eher weniger. Das rote Team hat bei seinem Vorstoß zu D mehr verloren als das grüne Team bei deren Abwehren. Natürlich ist meistens angenehmer, ist meistens leichter. Zusätzlich kommt es auf die Positionierung an. Es gibt kein Flankieren vom Team Rot hier auf D. Der Einzige, der es probiert hat, der musste daran glauben. Dementsprechend gibt es kein Breitseitenfeuer auf die kämpfenden Schiffe. Aber sie können immer anwinkeln und machen es dennoch nie, denn die Colorado könnte ihn allen in die Breitseite schießen. Und die Gneisenau wird das wahrscheinlich auch. Es ist kurios, eigentlich müsste man hier, wenn ihr mal kurz auf die Karte schaut, seht ihr die hier? Eigentlich müssen die einfach um 45 Grad, sagen wir, um 55 Grad hier so rumdrehen. Dann wäre das schon viel besser bei Nagatone Colorado. Bei der Bujoni die Inseln hier nutzt, da werden wir nicht weiter vorfahren müssen, die Reichweite ist da. Und die Omaha sowieso. Die sollte, wenn geht, nicht unbedingt umfahren. So, dann wird jetzt eine König und eine Graf Spee. Das ist natürlich ideal. Stufe 5, Stufe 6, die Deutschen, 280 mm. Und was haben die König, 356? Oder, was hat die? Was hat die König? Das habe ich vergessen. 356 ist so typisch alliiert. Also normales Kaliber bei Japanern und Amerikanern. Bei den Deutschen, die haben immer ein bisschen Verqueres. Ne? Die Bayern mit den 380er oder 380er. Die Bayern hat die 381er, die Wasper hat die 381er, glaube ich. Mit den Umrechnungen von Inch. Naja. Wir werden sehen. Was wir sehen, ist das, was ich vorher schon angesprochen habe. Die König. König, Bayern, Gneisenau, Tirpitz, Friedrich, großer Kurfürst. Alle starke Panzerungen. Wenn auch bei den unteren Stufen eine andere Art und Weise. Volles Turtleback gibt es, glaube ich, bei der Gneisenau schon. Muss mal überlegen. Oh, ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Denn bei der Bayern gibt es natürlich auch die Winkel. Aber die Frage ist immer, welche Grad, also wie viel Grad die Panzerungsplatten haben. Ja, das überlasse ich den Vollprofis. Ich weise nur darauf hin, dass es so etwas gibt. Und wer da Interesse hat, ein bisschen Panzerungslayout zu studieren, der kann das dann gerne privat machen. In seiner Freizeit, das ist Arbeit. Nein. Natürlich nicht. Ja, erstens wäre es langweilig. Zweitens, das Spiel besteht aus, gefühlt sind es 99%. De facto wären es wahrscheinlich 80%, 70% Zufall sein, wo die Granaten hintreffen. Also, ich glaube, man kann es gar nicht mit Wahrscheinlichkeit, also man kann es schon mit Wahrscheinlichkeit angeben, dann muss man halt ein Schussbild machen. Problem ist, die Schiffe bewegen sich ja. Nicht jede Salve ist perfekt gezielt.
und so weiter und so fort. Und von Spieler auf Spieler natürlich wieder unterschiedlich. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, da man nie genau bestimmen kann, wie das Trefferbild aussieht, weil es kein, wie zum Beispiel bei CSGO heißt, bei den Waffen Spray Pattern gibt, dass immer dieselbe Figur gesprayt wird mit Verziehen etc. Und die Granate, die dritte Kugel im ersten und im dritten Magazin auf die identische Position gehen, wenn man gleich aimt, so ist es ja bei World of Warships nichts. Jede Salve kann anders sein. Wie gesagt, der Zufall regiert hier. Dementsprechend, naja, man kann zwar dahin zielen, wo man möchte, wenn Wargaming in dieser Salve sagt, nein, da trifft halt keine einzige Kugel genau das Ziel, das du möchtest, dann ist es halt so. Und in den nächsten zwei können 4 von 8 dahin treffen und in der vierten dann wieder 8 von 8. Theoretisch möglich, aber sehr unwahrscheinlich. So, in Mexiko möchte ich jetzt auch ein bisschen Breitseite zeigen, da schauen wir momentan nicht drauf. Die will hier um die Ecke kommen, man sieht es unten auf der Karte. Langsam, oh, jetzt bin ich da ans Mikrofon gekommen, ich hoffe, ich habe euch jetzt gerade nicht taub gemacht. Langsam, aber sicher zieht sie sich hier nach vorne. Warum? Durch die Mitte wäre es schneller gegangen. Schwierig, die Emile Berton abfarmen, das wird gemacht. Einmal kurz schauen, wie viel hat sie noch? Ja, es geht, ne? Mit HE dauert es halt seine Zeit. So, die Suri leistet da gute, ne, oder auch nicht. Ist halt eine Suri, was will man erwarten, ne? Naja, momentan wieder ausgeglichen. Team A hat zugeschlagen, oder das Team auf der Seite bei A hat zugeschlagen, während Team I, also Team D, komplett eingebrochen ist. Gut, man muss auch erwähnen, ne? Da war der Groß des Gegners, also des grünen Teams, und nicht genauso viele, also in Unterzahl im Rot. Hat sich lange verkauft, 12 Minuten lang, bis Team Rot bei A gemerkt hat, oha, da könnte man vielleicht ein bisschen Karte spielen, also sich ein bisschen bewegen. Bei der König hat es auch ziemlich lange gedauert. Andererseits, wenn ich das gerade sehe, warum die New Mexico zu allen Schiffen in Reichweite Breitseite zeigt, da frage ich mich, warum. Was ihr hier übrigens gerade seht, ist, wenn eine 600 Kilogramm Granate mit Läppchen 815 Meter pro Sekunde abgeschossen werden, dass sie auf 8 Kilometer schon fast wie an Fallschirmen aufs Schiff fallen. Das ist brutal. Gut gegen Kreuzer, definitiv. Gegen Schlachtschiffen? Schwierig. Schwierig. Das ist zu weit, also zu wenig weit nach vorne gezielt. Da muss noch ein bisschen was kommen. Dass er überhaupt was getroffen wurde, es ist eigentlich schon. Komm, zieh noch mal einen Zentimeter weiter nach vorne für die Superstructure. Ah ja. Jetzt wird's kritisch. Von links zwei Schlachtschiffe, den zeigt man breit. Einmal kurz hier schauen. Echt Sekundärartillerieskillung. Von rechts kommt die Surrey, die hat Torpedos. Das könnte ins Auge gehen. Die Graf Spee hat auch Torpedos, ne? 8 Kilometer. Die Surrey hat, glaube ich, auch 8 Kilometer. Wenn man das Mistding überhaupt so ausspricht. Und der Beschuss sollte eigentlich nicht auf sich warten lassen. Die Emile Berton, die hält noch durch. Habe ich da gerade Knick auf der Optik? Ne, da geht einfach zu viel daneben. Ja, sind auch zwei Kilometer, ne? Wo sind die Torpedos? Das Schiff hat doch... Ja, doch, das Ding hat ja Torpedos. 8 Kilometer Torpedos. Bin ich blind? Ich glaube, ich bin ein bisschen blind. Die hat die Torpedos nicht geworfen. Wofür hat sie dann so viel Breit gezeigt beim Anfahren? Also, als sie reingekommen ist ins Cap. Naja, schwierig. Schwierig. Die Graf Spee hat auf jeden Fall getorbt. Die Winkel sind geschmeidig, da kann man einiges machen. Die Richtschützen hier, der Prinz Eitel Friedrich, obwohl sie auf maximal Reichweite der Sekundärartillerie, ich glaube 7,6, so als Stock sind es 5, getrimmt wurde, die treffen einfach gar nichts. Also gefühlt, was ist denn das hier? 59 Treffer auf. Ja, ich will mal hoffen, das Schiff war 2,1 Kilometer dran. Da müsste eigentlich schon 50% rein, aber naja. Ja, die Graf Spee zeigte das den nächsten Werfer. Also, man muss gar nicht so weit breit sein. Die sehen gut aus. Ja, wollte gerade sagen. Da hat Wargaming einmal hingesehen. Obwohl die Granaten so ausgesehen haben, wie als würden sie beide ziemlich nah beieinander einschlagen, hat eine anscheinend die Zitadelle getroffen und die andere ganz knapp nicht.
Das ist Willkür per excellence. Und es ist noch ein spannendes Gefecht. Oben beginnt die Tour de Cap. Es gilt, mehr Caps zu erobern als der Feind. Und Mexiko ist umgedreht. Wenn das nicht ein Fehler gewesen ist, so langsam wie das Schiff ist, wird es vielleicht keinen Feind mehr sehen. Der Graf Spee fehlt hier unten die Feuerpower. Ein, zwei Salben der New Mexico und sei es nur mit HE hätten schon gereicht. Die Königin ist echt außen rumgefahren, hat noch die Emile Berton erledigt. Wahnsinn. Und jetzt ist sie hinter der Kongo her, wenig oder so gut wie gar nicht angeschlagen, ist sie ein gefährlicher Gegner für beide Schiffe. Ich sehe jetzt gerade nicht, einmal kurz. Ah, oh, die Kongo überlebt das noch lange. Die überlebt das noch lange. So, aufgepasst, die New Mexico dürfte jetzt ungefähr 5 Kilometer weiter sein, als sie es vor 3 Minuten war. Natürlich nur Spaß. Aber sie könnte schon bereitwillig in die Seite schießen. Die Fujin ist durchgekommen durch die Mitte, das ist verstörend. Ja. Prinz Adolf Friedrich könnte jetzt hinfahren zu D. Die Frage ist, ich glaube, wenn ich der Prinz Adolf Friedrich jetzt wäre, wenn ich Captain Baloo wäre, dann würde ich zugehen, während ich hier geradeaus weiterfahre und dann nach rechts innen zu D, HE geladen natürlich. Also jetzt zahlt sich's nicht mehr aus. Weil die Fujin wird wahrscheinlich durch die Mitte fahren, um zu C zu kommen. Ist nicht die unsichere Variante, weil sie davon ausgegangen ist, dass, Prinz Adolf Friedrich auf der anderen Seite steht. Also, ne, ihr wisst, was ich meine, auf der anderen Seite der Insel. Naja, wird dennoch noch guter Schaden gemacht. Die Frage ist, wie lange kann ein Schiff mit 1000 Trefferpunkten hier gegen eine König überleben? Schafft es eine Colorado, eine Budioni und eine Nagatos sich abzusprechen, sodass sie, ja, zwei Schiffe zu A und zu New Mexico schicken und am besten die Budioni zu D. Die Frage des Überlebens hat sich gerade eben erübrigt. Und dann wird es kompliziert. Kongo-König, das könnte, also unentschieden wird es keins, definitiv, außer es wird sich hier gerammt, was ich nicht hoffe, zugunsten der Kongo ausgehen. Magic Mushroom verliert zu schnell zu viele Trefferpunkte. Die Kongo ist nicht dumm, schießt mit Haie. Ich hoffe, sie macht Brände. Naja, wir werden... Oh, die Colorado, Bujani und Nagato entscheiden sich nicht gegen die New Mexico zu kämpfen, ob das punktemäßig dann reicht, wenn gleich die Fujin in C einfährt und noch Torpedos durch den kleinen Engspalt setzt. Ach, kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Dann sehen wir uns tatsächlich am Ende bei den Endscreens. Schade, denn wie es aussieht, wurde es ein Sieg und es wäre vielleicht durchaus noch interessant gewesen zu sehen, wie der Rest des Teams den Sieg noch holt. Hat anscheinend gereicht. 130.000 Schaden wurden gemacht, 3 Zitadellen, 2 zerstört, 51 Zieltreffer, tatsächlich 73 Zieltreffer mit der Sekundärartillerie. Ich hoffe, es ist ein ausführlicher Bericht mit dabei. Da bin ich besonders gespannt drauf. Platz 1 mit 1886 Punkten und wie es aussieht, hat Bujioni, Colorado und Kongo überlegt. Das bedeutet, die Nagato ist noch gegen die New Mexico rausgegangen. Ich hoffe mal nicht rammen lassen. Kann sein. Ja, mei, raus ist raus. Ne? Fujin hat auch noch überlebt und hat mit 1220 Punkten enorm viel geleistet. Das sind auf Gegnerseite auch 1880 Punkte wahrscheinlich bei einem Sieg. Da bin ich jetzt gespannt. Die Hauptartillerie 106.000. Kein einziges Mal mit Hai geschossen. Die Sekundäre hat 21.000 gemacht. Mit Bränden 24.000. Da kommen wir auf Fünftel und Sechstel. Ja. Ah, oh, das ist 16% und 20% am Schaden. Ja, es ist halt auf der Stufe die Reichweite, auf der Stufe die Genauigkeit, auf der Stufe die Pennen, auf der Stufe die Anzahl, auf der Stufe einfach alles. Es ist schwierig. 21.000 ist jetzt nicht ungut, ne? Oder 24.000, 25.000. Aber es funktioniert nur, wenn man sehr nah rankommt. Gegen Schlachtschiffe funktioniert es generell eher gar nicht. Wir haben zwar 38 mm Haie-Penetration von den Großen, wir haben 14 mal 150 mm und dann haben wir aber 8 mal 205 mm, die nur 26 mm penetrieren. Das reicht tatsächlich für die meisten Schiffe auf Stufe 5 auch und ich glaube auch auf Stufe 6 das meiste zu penetrieren, bei Kreuzern sowieso. Der Stufe aber auf 7,5 Kilometer lange dran zu bleiben und mit der Prinz Adolf Friedrich zu überleben, dann noch eine, naja, sagen wir so, maximale Streuung von, ich weiß nicht wie viel es ist, bei 7,6, aber auf Stufe 5, auf 5 Kilometer sind es schon 316 Meter. Das ist brutal.
Alter, ganz im Ernst. Das ist eigentlich schon fast lächerlich, dass es so viel ist. Da, wir werden das jetzt einmal dazugeben, nur um das zu sehen. Es sind in Summe auf 7,5 oder 7,2 Kilometer, die Flagge fehlt noch, sind es 353 Meter maximale Streuung. Würde man jetzt tatsächlich den manuelles Feuer-Skill skillen mit minus 15%, das sich überhaupt nicht auszahlt für Schiffe unter Stufe 7, dann wären es 300 Meter wie zu Beginn. Naja. Naja, muss man selbst wissen, ob es das bringt. Schwierig, vielleicht besser auf Überleben. Jeder, wie er möchte, sage ich immer, kann das Schiff fahren, wie es für ihn am besten ist. 1,1 Millionen, das ist natürlich super sexy. Hier wurde mit Sicherheit etwas erfüllt, oder eine, das sieht man hier nicht, ein Auftrag erfüllt. Hier sehen wir noch, das ist schön, der Güter Lütchens ist da drauf. Da sehen wir die Skillung, tatsächlich minus 15% ist dabei, Full Secondary Build. Wo ist denn der große Kurfürst? Er ist am großen Kurfürsten eingelernt. Naja, dann kann man das durchaus mal machen. Ne? Wenn man da nur einen hat, dann ist das kein Problem. Ich sage vielen lieben Dank, Captain Blue, fürs Einsenden. Dankeschön fürs Zusehen. Wenn euch derlei gefällt, zögert nicht, scheut nicht davor, den Daumen nach oben zu geben, ein Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren. Wobei das mit der Glocke. Schaut einfach in die Abo-Box, wenn euch das gefällt. Ciao.